Moin, willkommen zurück zu den wunderschönen Mini-Metro. Ja, ich habe hier schon ein bisschen weitergespielt, ein bisschen mehr gespielt. Hier ist meine Höchstleistung 1295 Leute, aber das will ich nur verbessern natürlich. Und ich versuche mich jetzt in Sao Paulo, da hänge ich fest mit 426, wenn ich beim Vorhänger schon 754 hatte. Und hier habe ich 47 Minuten gespielt, aber naja, mal gucken, ob ich hier besser werde. Ich habe schon einiges rausgefunden hier. Am besten immer. Ups, da habe ich zwei Linien gemacht, ich Depp. Aber na, macht ja nichts. Können wir so machen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Möglichst viele Züge hier fahren lassen. Man kann auch einen Kreis fahren, wenn man jetzt hier verbindet zum Beispiel. Ich würde sagen, Rot wird eine Rundkurs werden. Am besten mal abwechselnd. Nicht zu so viel Kreise hintereinander oder Dreiecke oder sowas. Dann werden die Fahrgäste besser mitgenommen und gibt weniger Stau. Und das wäre natürlich schlecht. Ist ein schönes Spiel und kann auch sehr, sehr schwer werden. Vor allem Sao Paulo habe ich das Gefühl, da kommen mehr Leute als bei anderen. Und mit jedem Level wird es immer schwerer. 500 Leute muss ich mindestens, um das nächste freizuschalten haben, also transportiert haben. Aber mal gucken, wie ich mich hier meistere. In Sao Paulo. Ja, hier sind schon drei Leute. Bei den anderen war es richtig lange gedauert, bis da Passagiere kamen. Da kann man schön bauen. Mach ich den Blau hier runter, genau. Damit Dreieck und dann wieder ein Kreis kommt. Nicht, dass da man immer so ein großer Stau wird. Dum, dum, dum. So, wir haben Freitag. Und am Sonntag kriegen wir, oder am Montag kriegen wir neue Fahrzeuge. Grün hat schon wieder drei Leute da oben. Und was bei neue Strecke noch auf? Über Dreieck da drüben, direkt. Wenn das zu viel wird, hier wie unten jetzt hier fünf Dreiecke. Geht natürlich nicht. Halt! Zum Kreis sollst du hingehen. Dann machen wir so. Da will ich die Dreiecke abbauen hier. So, wir nehmen eine Bahnlinie dazu. Wir haben nämlich nur sechs Bahnlinien. Das ist nämlich ein bisschen kritisch. Ein Viereck wäre jetzt bei der roten Linie noch schön. Ja, hier ist schon wieder alles voll hier. Mit drei Mann. Das geht richtig zügig hier. Fünf Mann. Ja, es ist nicht einfach hier, Sao Paulo. Ja, schon wieder vier Leute, obwohl er gerade erst angekommen ist. Da nimmt auch keine Leute mit da irgendwie. Ah ja, für Rückfahrt nehmen wir Leute mit, ne? Weil hier kein Dreieck ist, deswegen. Und das gibt natürlich dann Verzögerungen. So, nehmen wir alle mit da. Da der Kollege ja nicht mitgenommen hat. Warum sind nicht alle mit? 80 Leute haben wir schon transportiert. Ah, hier sind alles Vierecke. Na komm, gib Gas da. Nehmen wir den hier, gelb. So. Da müssen wir ein bisschen abbauen hier. Ja, wir haben leider nur fünf Linien. Aber ich will jetzt hier meinen Rekord brechen mit 500 Leuten vielleicht. Vielleicht schaffe ich das ja. Aber nur vielleicht. Kurz Nase schnaufen. Man hat mal so ein Gefühl, dass da feste Stücke drin wären.
Er fährt wieder zurück, oder? Er fährt weiter. Gut, dann sind die ganzen Dreiecke weg endlich hier. Ah, endlich Sonntag. Gleich kriege ich einen neuen Waggon, nämlich gleich hier. Den lassen wir nochmal offen. Mal gucken, wo ich ihn wirklich brauche. Man klappt es ja wunderbar hier. Grün hat schon wieder vier Leute da oben zum Mitnehmen. Ich kann mal Gelb noch zum Kreis hinführen, ne? Dass wir oben noch ein paar Leute wegkriegen. Wie viele Leute? Tunnel habe ich noch? Ein Tunnel, das ist schlecht. Oh Mann, so viele Leute da. Ja, nimm Viereck mit. Und dann sind sie alle weg da. Oh Mann, da oben wird schon wieder schwierig. An dem Bahnhof hier. Was haben wir da oben jetzt? Kreis wieder. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Nimm mal ein paar Leute mit da. Grün und Gelb. Ich nehme, glaube ich, blau noch einen Auflieger dran, hier wollte ich gerade sagen, so ein Anhänger, so ein Waggon. So, ich muss den Viereck da loswerden irgendwie. Sonst wird es hier wieder kritisch. Bei Grün ist auch schon wieder mehr los da. Ach man, wie ein Kreis da. Kreis brauche ich doch nicht. Rot ist auch schon wieder voll da oben. Mensch. Ja, es ist nicht einfach hier. Da hat man viel Verkehr hier immer, wie man sieht. Ich brauche wieder Sonntag. Ich brauche nur Waggon da oben bei Rot. Ach, nö, nicht wieder Kreis. Ein Tunnel habe ich nur noch, das ist schlecht. Tunnel, ganz wichtig. Können wir gleich hier oben lang führen. Oh, bei Rot, ich brauche hier Waggons und Züge und alles drum und dran. So, Rot kriegt noch einen Zug dazu. Blau braucht auch noch einen Zug, ne? Ja, ist alles nicht einfach hier. Es geht hier alles sehr, sehr schnell. Da oben ist Kreuz raus geworden. Oh Mann, davon ist auch schwierig. Ich habe keine Züge mehr, Leute. Ja, oben ist nur Kreis, das ist das Problem. Ah, 404 Leute. Ob ich mehr schaffe, weiß ich nicht. Machen wir grün noch rüber hier. Dass wir beim Kreuz noch eine Möglichkeit haben da oben. Grün ist auch schon wieder voll hier. Da brauche ich auch noch einen Zug hier am besten. Manu, wann ist es wieder Sonntag? Ich brauche nur eine Lok oder eine Strecke oder was auch immer. Ist übervoll hier. Ach nö, noch ein Dreieck, Viereck hier oben. Ja, vielleicht kann ich ein bisschen hier entleeren, das weiß ich nicht. Denn Blau wird gleich hier Vierecke mitnehmen. Yeah, ich habe den Erfolg schon mal gemacht hier mit 500 Fahrgästen. Aber es ist nur ein kleiner Trost hier. Das geht alles hier schnell hier. Ja, kein Tunnel mehr. Schieben wir den Grünen dann noch hin. Obwohl Grün schon ziemlich lang ist. Ich brauche eigentlich Sonntag. Ich brauche eine neue Lok hier. Oder einen neuen Waggon. Oder eine neue Strecke. Oder was auch immer.
Einmal Waggon für grün. Wo bist du? Wo ist die Lok? Da. Komm her. Ah, wird glaube ich gleich zu Ende sein hier, wie es aussieht. 611 Leute habe ich bis jetzt transportiert. 620. Dreieck wieder. Ich hasse Dreieck. Ich habe keinen Tunnel mehr. Grün, ich brauche dich da hinten wieder. Gib Gas mit deinem kleinen Transporter hier. Und gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Das ist gleich voll. Gib Gas. Gib Stoff, gib alles. Nein. Oder? Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft oder ist es zu Ende? Ich habe es auch geschafft. Ja. Komm, nimm ein paar Leute mit da. Da muss auch wieder aufhören zu drehen. Gelb ist ja schon überfüllt hier wieder. Aber der Rückfall kann ich mitnehmen. Ich habe nur einen gelben Zug hier, wie ich gerade sehe. Komm, Rot, nimm ein paar Kreise mit. Genau. So. Das war gerade knapp hier. Mal gucken, ob ich hier 1000 schaffe. Aber hier sieht es gerade wieder schlecht aus. Ich brauche hier noch irgendwas Schnelles hier. Ich habe keinen Zug mehr hier. Alle sind überfüllt. Ich kann keinen anderen Zug hinsetzen hier. Shit. Ja, ist vorbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.